Operndiva Lisa de la Casa. Die 90-Jährige über Karriere, Familie und Prinzipien. Die zwei Gesichter der Heidi Happy. Wer wirklich hinter der Erfolgssängerin steckt. Und Drama um die Firma. Wie Theaterstücke das Personal motivieren sollen. Je nachdem, wie jung Sie sind, haben wir Ihnen heute ein Wiedersehen oder aber eine Entdeckung zu bieten. Guten Abend auf dem Kulturplatz. Lisa de la Casa, vor über 30 Jahren war sie die Schweizer Operndiva. Dann hat sie sich von einem Tag auf den anderen von ihrer sagenhaften Karriere und den Opernbühnen dieser Welt zurückgezogen. Keine Interviews mehr, kein Comeback. Jetzt erst enthüllt Lisa de la Casa die Hintergründe ihres abrupten Abgangs. Nächste Woche feiert sie ihren 90. Geburtstag. Und der Mythos von Lisa de la Casa lebt nochmals auf. In Büchern, in einem Dokumentarfilm, in einer Ausstellung. Sehen Sie das Porträt einer Perfektionistin. Ihre Stimme, eine Offenbarung. Ihre Schönheit, legendär. Lisa de la Casa, ein Mädchen vom Lande mit Starqualität. Die Luft blieb einem weg. Sie war wie die Liz Taylor. Ich habe es ganz einfach, Sie anzusagen. Ich brauche nur Ihren Namen zu sagen. Dann sagen Sie A. Und dann freuen Sie sich an dieser herrlichen Stimme. Lisa de la Casa. Sie hat sehr gut ausgesehen, da kann sie nichts dafür. Sie hat sehr gut gesungen, da kann sie etwas dafür. Und sie hat eben auch noch Schauspielerin können. Schloss Gottlieben am Bodensee. Hier lebt die Liz Taylor der Oper, abgeschottet von der Öffentlichkeit. Interviews lehnt sie seit Jahren ab, auch aus gesundheitlichen Gründen. Die Nachwelt soll sie in Erinnerung behalten, wie sie früher war. Zum 90. Geburtstag hat sie nun doch eine Ausnahme gemacht. Für einen Dokumentarfilm. Es ist der erste Fernsehauftritt seit 34 Jahren. Weltkarriere, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt gemacht habe. Und Familie war immer zuerst. Vor meinem Beruf. Ich glaube, gerade deshalb bin ich so weit gekommen. Weil ich meine Familie im Hintergrund hatte und zu der ich gestanden bin. Und die sind zu mir gestanden. Und dadurch hatte ich viele Kräfte, die andere sonst gar nie bekamen. Von Burgdorf bei Bern in die Metropolen der Opernwelt. Eine kühne Vision ihres Vaters. Francesco de la Casa ist Augenarzt und leidenschaftlicher Theatermacher. 1933 inszeniert er Wallensteins Lager mit 400 Laien. Unter den Statisten? Die 12-jährige Lisa als Zigeunerin und ihr Bruder Franz, genannt Franno. Heute 95 Jahre alt. Ja, da sieht man sie, da ist sie als Zigeunerin. Franz de la Casa ist nicht nur der ältere Bruder, er ist auch ein enger Wegbegleiter der Diva. Wir hatten ein gutes Verhältnis gehabt. Daheim war einfach der Vater der, der gesagt hat, was geht. Und die Mutter hat regliert, ein bisschen. Die hat das aber regliert, wenn es wieder zu böse so wird. Der Vater erkennt in Lisa ein Schauspiel- und Gesangstalent, schickt sie zum Unterricht. Bitte, Herr Freundchen. Mit 19 steht sie für den Heimatfilm Füsilier Wipf erstmals vor der Kamera. Es bleibt beim Gastspiel im Filmgeschäft. Lisa entscheidet sich für die Oper, dem Vater zuliebe. 1946 in Zürich dann eine wegweisende Begegnung. Bei den Proben zur Oper Arabella entdeckt Richard Strauss die junge Bernerin in einer Nebenrolle. Ich hörte, so wie er zu anderen Leuten sagte, die kleine de la Casa, die schafft mir mal eine Arabella. Die Arabella ist es denn auch, die ihr Tür und Tor öffnet. In Wien, Paris, London, New York. In den 50er und 60er Jahren ist Lisa de la Casa eine der gefragtesten Stimmen ihrer Zeit. Eine Poetin auf der Bühne. Eigenwillig dazu. Also der Regisseur hat nichts zu sagen. Der Dirigent könnte was zu sagen haben. Da tut man also man mit, als ob man darauf hört und macht das, was man weiß. Eine kompromisslose Perfektionistin mit einem interessanten Laster für einen Sopran.
The singing is more dangerous than the smoking. Good point. And I smoke longer than I sing. Sie mit Ihrer Stimme und mit Ihrer Stimmführung, wie geht das zusammen, dieses Rauchen? Sehr gut. Und dann sagte sie plötzlich, okay, das ist die letzte. Und drückt sie aus und ich hatte ein halbes Jahr hat sie nicht geraucht. Ja, noch viel länger nicht. Aber dann wieder angefangen zu rauchen. Ja, ich rauche gern. Dragan Debeljevic. Seit 60 Jahren ist er der Mann an Lisa de la Casas Seite. Die beiden lernen sich in Zürich kennen. Er studiert Kunstgeschichte, doch für die Liebe seines Lebens bricht er seine Laufbahn ab, kümmert sich um Frau und Tochter, was immer wieder zu reden gibt. Was macht Ihr Mann, Frau de la Casa? Und Lisa sagte ganz ruhig, er liebt mich. Lisa de la Casa bringt Kind und Karriere unter einen Hut. Doch es ist eine ständige Zerreißprobe. Sie selbst bezeichnet sich als Probenmensch. Sie liebt die technische Herausforderung. Aber das Berühmtsein gibt ihr nichts. Nach den Vorstellungen flüchtet sie geradezu vor ihren Fans. Das hat mir dann angekriegt. Sie hat gesagt, ja, Herrgott, jetzt habe ich 3 Stunden lang gejodelt da innen und bin, ja, schwere Kostüme angehabt. Und jetzt wollte ich fort, jetzt wollte ich heim. 1970 ein Drama, das alles verändert. Tochter Vesna muss sich, 19-jährig, einer schweren Gehirnoperation unterziehen. Es kommt zu Komplikationen. Vesna überlebt, aber sie bleibt für immer halbseitig gelähmt. Und Lisa de la Casa muss auf die Bühne. Eine seltene Händel-Oper in Zürich. Es gibt keinen Ersatz. The show must go on. Einmal mehr. Sie ist singen, wo die Vesna operiert worden ist. Ja, wenn ich nicht gehe, denkt die Vesna, es sei etwas nicht in Ordnung. Sie hat am Tag nach dem Tod von der Mutter hat sie gesungen. Da hat es nichts Stürme gegeben. Und das ist natürlich ein schweres Opfer. Sie hat eine Frühgeburt gehabt, wegen dem. Lisa de la Casa setzt ihre Karriere fort. Aber die Freude am Beruf ist weg. Ist es das alles wert, fragt sich die Diva an einem Samstag. Am Montag ist sie dann weg. Das war 1974. Danach sang sie nie wieder, nicht einmal privat. Eine Frau mit Prinzipien eben. Das zeigt auch das einzige Interview seit all diesen Jahren. Einem jungen Sänger, der anfängt, was würden Sie ihm raten? Hör auf mit Singen. Es ist zu viel Arbeit, wenn man es richtig machen will. Und die meisten können es eben gar nicht richtig machen. Darum sollen Sie lieber gar nicht anfangen. Haben Sie keine Enttäuschung. Wenn Sie mehr über Lisa de la Casa erfahren möchten, die Sendung Klanghotel vom kommenden Sonntagabend zeigt den neuen Dokumentarfilm Liebe einer Diva. Dann empfehlen wir Ihnen dieses Buch von der Arabella zur Arabellissima aus dem Verlag Huber Frauenfeld. Und das Opernhaus Zürich zeigt bis 4. März eine Ausstellung zur großen Diva.